In einem vorherigen Video habe ich für diese Schaltung hier schon mal die beiden Teilströme und den Gesamtstrom im Zeitbereich berechnet als Formel und das Ganze dann auch mal testweise in Oktave numerisch dargestellt, der Strom durch den Widerstand, und man sieht, dass der Strom durch die Kapazität hier diesem Strom durch den Widerstand eben voreilt, weil beide an der gleichen Spannung anliegen. Strom und Spannung an dem Widerstand sind ja, haben ja die gleiche Phase, und an der Kapazität eilt der Strom eben vor. Der erreicht hier früher sein Maximum und früher sein Minimum, und deshalb liegt der Gesamtstrom hier auch eben so ein bisschen gegenüber der anregenden Spannung, eilt der halt vor. Diese Schaltung hat eben ohmsch kapazitives Verhalten. So, und das Ganze soll jetzt mal hier noch weitergeführt werden mit komplexer Rechnung, weil diese Rechnung im Zeitbereich, die war ja irgendwie recht aufwendig und recht mühselig aufgrund dieser zeitlichen Ableitung da. Deswegen schaffe ich jetzt mal so ein bisschen Platz, und es geht weiter mit dem eigentlichen Aufgabenteil A, in dem es darum ging, den komplexen Gesamtwiderstand dieser Schaltung auszurechnen, nämlich Z. Und das Z ergibt sich eben aus der Parallelschaltung dieser beiden Einzelimpedanzen, also der Impedanz von ZR parallel geschaltet zur Impedanz von dem ZC, und die Impedanz von dem R, das ist einfach R, die Impedanz von dem C, das ist 1 durch J Omega C. Und jetzt kann man hier die Werte einsetzen und sagen, okay, dieses ZR, das sind dann halt 23 Ohm, und das ZC, da kann man nutzen, dass J das gleiche ist wie 1 durch minus J, oder 1 durch J eben das gleiche ist wie minus J. Also 1 durch J kann man auch schreiben als minus J, und 1 durch Omega C, das steht ja hier, sind 23 Ohm. Also ist die Admittanz, die Impedanz von der Kapazität sind minus J 23 Ohm. So, und diese Parallelschaltung hier, die kann man jetzt genauso ausrechnen, wie man das mit Widerständen machen würde. Dann steht halt da 23 Ohm mal minus J 23 Ohm geteilt durch die Summe dieser beiden, also 23 Ohm minus J 23 Ohm. Und dann sieht man, dadurch, dass jetzt eben überall hier 23 Ohm stehen, kann man mal zum Beispiel hier eine 23 Ohm wegkürzen und hier eine 23 Ohm wegkürzen und hier eine 23 Ohm wegkürzen, dann bleibt hier unten nur 1 minus J zu stehen. Das schreibe ich jetzt erstmal ab, dann haben wir eben über den Bruchstrich noch die 1 mal hier an die Seite, minus J 23 Ohm geteilt durch 1 minus J. Und um das jetzt wieder weiter vernünftig auszurechnen und in Real und Imaginäre umzuwandeln, gibt es einen Trick. Wir erweitern mit dem Konjugatkomplexen davon. Also wir erweitern mit 1 plus J und müssen das hier unten jetzt eben ausmultiplizieren. Dann steht da 1 mal 1 und minus J mal 1 und J mal plus 1. Dann addiert sich das Imaginäre genau zu 0. Und dann steht da noch J mal minus J. J Quadrat ist ja das gleiche wie minus 1, also ist minus J Quadrat auch das gleiche wie 1, und dann bleibt halt unterm Bruchstrich 1 plus 1 zu stehen, und das sind 2. Und über dem Bruchstrich haben wir eben J mal minus J, das ist auch wieder 1, das sind also 23 Ohm. Und dann haben wir noch minus J 23 Ohm mal 1, das sind also minus J 23 Ohm. So, und in diesem Sinne kann man das jetzt wieder in Real und Imaginärteil aufteilen und kann sagen, die Hälfte von 23 sind 11,5 Ohm minus J 11,5 Ohm. Das ist die Impedanz dieser Schaltung als Realteil und als Imaginärteil. Und das kann man jetzt natürlich auch noch in Betrag und Phasenwinkel umwandeln, dadurch, dass die beiden, also was wir jetzt eigentlich machen müssten, wäre das zum Quadrat und das zum Quadrat, Realteil zum Quadrat, Imaginärteil zum Quadrat, davon die Wurzel. Dadurch, dass die beiden jetzt hier gleich sind, kann man das ein bisschen einfacher schreiben und sagen, okay, das wäre dann einfach Wurzel 2 mal das, was wir hier haben, als Real- und Imaginärteil als Wert.
Und durch den negativen Imaginärteil hier ergibt sich eben ein Phasenwinkel von minus 45 Grad. Und ja, ganz allgemein müsste man eben den Imaginärteil nehmen, durch den Realteil rechnen, davon den Arcus Tangens, und das würde diesen Winkel da hinten ergeben. So, das wäre die Impedanz dieser Schaltung, der komplexe Gesamtwiderstand oder komplexe Ersatzwiderstand. Man könnte das jetzt alternativ natürlich nochmal mit der Admittanz machen, weil die Admittanz vielleicht ein bisschen einfacher zu berechnen ist, weil das ja eine Parallelschaltung ist. Und in der Parallelschaltung gilt halt, wir nehmen die Admittanz des einen Zweiges, also die Admittanz von dem Widerstand, und wir nehmen die Admittanz von dem anderen Zweig, die Admittanz von der Kapazität. Die Admittanz von dem Widerstand ist einfach 1 durch den Widerstand. Und das kann man jetzt halt ausrechnen. Okay, das sind halt 1 durch 23, das lasse ich mal so stehen, Siemens. Und die Admittanz von der Kapazität kann man auch einfach ausrechnen. Das ist eben auch das Reziproke von dem, was hier oben steht, also J Omega C. Und das wäre dann eben J durch 23 Ohm, und 1 durch Ohm kann man halt auch wieder als Siemens schreiben. So, und das können wir jetzt direkt hier einsetzen. Also 1 23. plus 1 J 23. Siemens. Das schreibe ich mal so als 1 23. Siemens und in Klammern eben die 1 für diesen Summanden hier und das plus J für diesen Summanden hier. Ja, das wäre jetzt die Gesamtadmittanz dieser Schaltung, und aus der könnten wir jetzt natürlich probeweise auch wieder die Gesamtimpedanz ausrechnen. Die ergibt sich einfach aus dem Reziproken dieser Admittanz. Und das jetzt eingesetzt ergibt eben 23, nicht Siemens, sondern 1 durch Siemens ergibt wieder Ohm. Das wäre das Reziproke von dem hier. Und dann eben noch das Reziproke von dem, 1 durch 1 plus J. So, wenn man das jetzt wieder vernünftig aufteilen will in Realteil und Imaginärteil, machen wir wieder genau das Gleiche. Wir multiplizieren mit dem Konjugiertkomplexen dieses Nenners, also mal 1 minus J, 1 minus J. Dann bleibt hier unten, die Rechnung hatten wir gerade schon mal, bleibt 2 über. Also 23 Ohm durch 2. Und 23 Ohm durch 2 waren 11,5 Ohm. Und 1 mal 1 minus J ist mal 1 minus J. Und jetzt können wir schauen, das ist glücklicherweise auch genau das Gleiche, was hier oben steht, was wir ausgerechnet haben. Also auch auf diese Art und Weise über die Gesamtadmittanz hätte man hier ganz wunderbar die Gesamtimpedanz dieser Schaltung ausrechnen können und hätte sich vielleicht diese etwas komplizierte Rechnung hier oben mit dieser Parallelschaltung gespart. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Gesamtimpedanz, die Gesamtadmittanz dieser Schaltung. Damit kann man jetzt im nächsten Video weiterrechnen und sich überlegen, wie groß sind diese Ströme hier und wie groß ist dieser Gesamtstrom.